Hi, hallo und herzlich willkommen hier beim Muso Talk aus dem Light Mountain Studio. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mit diesem gar nicht mal so guten Wortwitz begrüße ich euch zu dem Test des Hofer System, ein Plugin-System, wo man diverse Plugins reinladen kann, wie ein sozusagen selbst konfigurierter Channel Strip. Wir schauen uns das mal an und hören mal rein, was ich hier zusammengeschraubt habe. Ja, und mit diesem gar nicht mal so tollen Drum and Bass Track, den ich hier zusammengebaut habe, wollte ich euch einfach mal zeigen, was alles möglich ist. Wir gucken jetzt hier mal rein. Das Hofer System lässt sich so verstehen. Ich kann es hier nochmal komplett neu reinladen. Gucken wir uns das mal an. Ich nehme es hier raus und ich gebe System ein. Und da ist es schon. Das Hofer-System. Hier, erster cooler Vorteil, es ist natürlich skalierbar. Das brauchen wir auch, weil wir haben hier die Möglichkeit, diverse Module reinzuladen. Und wir können zum Beispiel hier einen dynamischen EQ reinziehen. Und dann wollen wir danach noch einen Kompressor, einen Channel-Kompressor. Und dann würde ich doch ganz gerne ein bisschen Flanging machen. Das Ganze soll durch den aktuellen neuesten Hall, IR-Verb. Und am Ende wollen wir natürlich aufpassen, dass das Ganze nicht durch die Decke fliegt. Und wir nehmen den Master Limiter herauf. Und diese Reihenfolge der Effekte ist natürlich frei konfigurierbar. Jetzt habe ich es gelöscht, wenn ich es drauf schiebe. Wenn ich es davor schiebe, kommt die Positionsänderung. Ja, das nochmal hier, so lösche ich ein Modul. Und so mache ich hier eine Ketten. Also es geht von links natürlich nach rechts. Die Module an sich sind nicht skalierbar. Hofer sagte mir dazu, dass sonst diese Schriftart hier angepasst werden müsste. Und das würde ich mir für das ein oder andere Modul doch wünschen, weil manches ist dann doch etwas klein, je nach Auflösung. Aber zur Kritik kommen wir natürlich ganz am Ende, beziehungsweise wir wollen uns einfach auch mal anhören, was kann das ganze System. Ich mache jetzt hier mal meinen Loop an und schmeiße nochmal alles raus, was ich hier nicht haben möchte, und hör mal rein. Und da ist er auch schon. Eins der aktuell neuesten Module. Der Master Limiter, der Transient Shaper und der IR-Verb sind neue Module. Dazu kurz. Es gibt natürlich auch das IQ Series Reverb V2, das ganz große Hall-Plugin von Hofer. Da sind natürlich algorithmische und Faltungshall-Möglichkeiten kombiniert mit noch vielen anderen Möglichkeiten. Man kann das theoretisch auch nachbauen, weil man ja auch Module wie Sättigung, EQing-Möglichkeiten und so weiter alles im System hat. Ich will nur darauf hinweisen, quasi das IR-Verb für das System ist quasi der Entwicklung aus dem IQ Series Reverb 2 entnommen. Also ein Faltungshall, die Zuschauer wissen, worum es hier geht. Es sind sozusagen Impulsantworten von Räumen, die wir auf ein Audiomaterial legen können. Aber es gibt hier natürlich die Möglichkeit, auch noch diese Impulsantwort zu variieren. Hier seht ihr die Auswahl. Was ich ganz schön gemacht finde, ist, dass hier unsere Effekte, ihr seht es hier, nach der Länge, man kann die quasi nach der Effektlänge auswählen. Das finde ich eigentlich ganz schick, weil das ist sehr praxisorientiert. Man will ja zum Beispiel nicht unbedingt immer die 7 Sekunden Hals für kleine Räume oder so. Wir hören mal rein.
Was ich gleich total gut finde, ist, wir können hier durchskippen durch die IRs und sie werden sehr schnell geladen. Man hört sehr schnell die Veränderung des Klangs. Hier oben ist mein Master Wet Regler. Ich könnte den auch mal gelockt machen, so. Und dann tippe ich mal durch die anderen Impulse. Ich kann natürlich auch hier reingehen und sagen, ich möchte jetzt Cabinets, also dass das Teil quasi durch einen Speaker geführt wird. In dem Fall gehe ich hier auf 100%. Coole Sache. Ist jetzt sozusagen eine Speaker-Lautsprechersimulation, die ich da drauf packe. Warum sollte man das tun? Ja, das kann unter Umständen, wenn man so einen sehr Hi-Fi-lastigen Keyboard-Sound hat, der zu viel unten und oben rum macht, kann so eine Variante sehr schick sein. Dann ist es quasi eigentlich auch gar kein, kann man es gar nicht mehr als Hall verstehen, sondern eher so als eine Art EQ-Simulation. Finde ich sehr gelungen, dass das halt auch dabei ist. Der Umfang ist hier wirklich umfassend. Ambience kann ich auch mir auswählen, also echte Hard Ambience, wir hören mal rein. FX. Und wie ihr hört, die Qualität der IRs ist wirklich hervorragend. Also man kann sich hier überhaupt nicht beschweren. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Das, was ich vorhin auch als Nachteil gesagt habe, der Größe des, oder Skalierbarkeit der einzelnen Module, kann aber auch ein Vorteil sein. Wir sehen einfach, alle Parameter hier wirklich sind zur Hand. Wir können hier Early Reflection Prozent einstellen. Wir können die Size nochmal verändern. Man sieht es dann auch in der grafischen Darstellung. Und man kann die Schere ansetzen. Dann seht ihr, guck mal, jetzt kann ich hier den IR richtig abkürzen. Dann klingt das so. Dann kann man hier richtig nochmal dran rumschnippeln. Das Pre-Delay lässt sich natürlich einstellen und die Size lässt sich nochmal verändern. Also im Grunde hat man hier schon den Funktionsumfang eines, wie soll ich sagen, eines algorithmischen Reverbs. Also man kann wirklich viele, viele Sachen einstellen. Okay, wir suchen uns jetzt mal einen Hall, der vielleicht etwas praxistauglicher ist. Wie sieht es mit dem Huge? Okay, wir gehen mal zum Drum und zum nächsten neuen Modul. Hier in dem Fall. Wenn ich nur ein Modul habe, kann ich natürlich auch sagen, ich will mir das Ganze einfach auch, dieses System, einfach mal klein ziehen. Und dann habe ich einfach hier mein kleines Transient Shaper Modul. Transient Shaper, Nigel New, wie der Engländer sagt, hier beim Hofer System. Transient Shaper, die Einschwinger können sozusagen hier verändert werden. Man kann mehr Knack reinmachen, man kann weniger Knack reinmachen. Die ersten Transienten, die ersten Impulse sind ja auch unglaublich wichtig, einen Klang zu identifizieren. Man hat Untersuchungen gemacht, dass man zum Beispiel mal von Klaviernoten oder von Flötennoten oder Gitarrennoten den Anfang weggeschnitten hat. Und dann wird es tatsächlich unglaublich schwer, das Instrument zu identifizieren. Also die Transienten sind extrem wichtig. Aber es ist ja auch cool, wenn man die ein bisschen variieren und verändern kann. Wir schauen mal, was wir hier aus dem Drumbeat machen können. Genau, hier oben haben wir die Möglichkeit, die Transienten knackiger oder
weniger intensiv knackig zu machen. Sie werden etwas weicher. Damit machen wir es nachher dann unserem Limiter am Ende ein bisschen einfacher. Und mit dem Sustain kann ich die Länge der Noten verändern. Wie ihr hört, wird das Ganze jetzt viel trockener, knackiger. Andersrum wird das Ganze weich und breit. So, Hofer hat natürlich hier auch noch ein paar Special Features eingebaut. Hier ist zum Beispiel der Transient und Sustain EQ. Das heißt, wir können auch sagen, wir wollen nur eine gewisse Frequenz mit dieser transienten Bearbeitung verändern lassen. Und ihr merkt, dadurch kann man gewisse Elemente im Drum Loop betonen oder weicher machen, knackiger machen, trockener machen. Wir gucken mal. Finde ich sehr praxistauglich und ein schönes kleines Feature auf jeden Fall. Super Sache. Das nächste Modul, was wir uns angucken wollen, das nächste neue Modul, ist der Limiter. Und dazu gehen wir mal in unseren Stereobus hier. So, ich habe den IQ-Limiter hier drauf gehabt. Hier habe ich den Saturator und hier ist der Master Limiter. So, hier ist er. Und jetzt spielen wir mal damit rum. Output gibt es hier einzustellen auf -2. Das ist ja immer gar nicht schlecht. True Peak sollte man auch aktiviert haben. Und dann schauen wir mal. Ich muss sagen, da hebt es an. Ich lasse mal den Saturator erstmal aus hier. Hier zeigt er uns die Lufs an. LUFS -9, -8, so, das ist schon gar nicht schlecht. Und wir haben hier verschiedene Modi. Wir haben einmal Smooth, Best for Audio Material that's vulnerable to distortion artifacts. Übersetzt, am besten für musikalisches Material, was unter Verzerrung leiden würde. Dieser Drum and Bass Groove leidet nicht unter Verzerrung, er freut sich sogar. Deswegen machen wir mal hier hart. Ja, und wir haben hier fast so einen Clipping-artigen Sound, finde ich sehr gut. Mal gucken, was laut macht. Ja, das ist eine gute Mischung aus transparent und hart. Pumping. Also ich muss sagen, ich bin erstaunt. Das klingt alles sauber. Man hat nicht dieses wirkliche Limiter-Kratzen manchmal, was man hat. Man hat nicht dieses Weichmachen, was manche Limiter machen. Ich sage jetzt mal so ein paar Hersteller der älteren Bauart, wo man das kennt, wo man sich vielleicht auch mal bewusst für diesen Limiter entscheidet, weil er so weich klingt. Das Ganze ist hier wirklich, ich würde mal sagen, ein wirklich moderner Limiter-Sound. Und furchtbar einfach. Also wir haben ja hier wirklich nicht viel, was wir machen können. Es gibt natürlich auch ein paar, man kann hier Sachen natürlich abspeichern, seine Lieblingseinstellungen. Und das ist natürlich einfach ganz cool, muss ich sagen. Also jetzt wollen wir mal gucken, ob wir diesen
Mix hier mit einem Saturator. Das ist ein etwas älteres Tool. Und gucken mal, was wir damit auch machen können, damit ihr so ein bisschen seht, was im Hofer System alles noch möglich ist. Finde ich sehr nice. Hier hat man halt verschiedene Verzerrungs- und Sättigungsarten. 1950s. Nicht gut für die Musik. Germanium. Thermionik. Triode, Röhre also und Tape. Finde ich sehr, sehr gelungen, sehr, sehr schick. Also ich muss sagen, mir gefällt dieses ganze System eigentlich sehr, sehr gut. Gerade für die Leute, die ungern ihre Plugin-Slots mit diversen unterschiedlichen Plugins vollladen, sondern du hast die Möglichkeit quasi überall den System reinzuladen. Man kann ja mehrere Spuren sozusagen auch kombinieren, dass du die alle reinlädst. Und dann kann man im System durch per Drag and Drop ganz schnell Module reinziehen, damit rumspielen. Und ich muss sagen, das klingt auch alles gut. Also check das mal aus. Und ganz wichtiger Hinweis. Wir haben natürlich, hier sind unsere anderen EQs und Reverbs von Hofer. Ihr kennt natürlich den IQ Series EQ V3, den V2 Comp. Das sind natürlich die Flaggschiff-Plugins der einzelnen Sparten, natürlich das Reverb, wovon das IR-Modul ein kleines Element darstellt. Und worauf ich aber hinweisen wollte, ist, dieses Hofer-System mit 32 High-End-Plugins ist aktuell für 189,90 zu haben, statt 429,95. Wenn das mal kein Angebot ist. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Testet es einfach mal aus. Es lohnt sich. Es macht Spaß. Bis dann.